Die ist da unten, ne? Ja. Röhre? Oh oh. Oh oh. Oh oh! Komm auch hin. Ja, okay, Zeit, Mann! Wo ist die blöde letzte Münze? Ich finde die Münze nicht. Leute, verdammt. Nein! Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, da bin ich wieder zurück. Und wir labern eine Schlange, wir machen das Geisterhaus. Yeah, unser erstes Geisterhaus. Das ist eigentlich voll cool. Aber man kann hier direkt abkürzen, was wir natürlich nicht machen werden. Erstmal. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch diese Yoshi-Münzen? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, eine Ranke! Mysteriöse Art und Weise. Also wie es aussieht, gibt es hier keine Yoshi-Münzen. Na gut. Gar nicht. Ja, das war's, ne? Das war jetzt unser erstes Geisterhaus. Krasser Shit. Bam! Das Level hat jetzt aktuell 50 Sekunden gedauert. Na cool, warum nicht? Warum nicht? Ja, wir saven natürlich ab. Speichern kann man nur, wenn man ein Geisterhaus gespielt hat oder eine Burg, ja, oder so ein Palast gemacht hat. Hier gibt's aber noch unser Secret Exit, den wir auf jeden Fall mitnehmen, weil der ist so geil, das Level danach. Also wir brauchen hier erstmal... Wir brauchen hier erstmal ein Feder. So. Jetzt locke ich die Geister mal hier hin. Ja, das war's, ne? So, fertig. Level ist vorbei. Ich laufe jetzt hier einmal rum. Fall hier hinten runter. Hier sind so ein paar Geisterleben. 4 Leben aktuell mitgenommen. Und fertig. Das war's. Und was das Besondere an diesem Level ist, das werdet ihr gleich sehen. Weil, wenn man irgendwas braucht für ein Level, sei es irgendwie, man sieht, oh mein Gott, da würde mir eine Feuerblume mehr helfen oder da brauche ich eine Feder. Kein Problem. Geht einfach hier in dieses Level und ihr habt hier einen Yoshi. Yay. Ihr habt hier einen Blumenkasten mit sehr tollen Feuerblumen und ihr habt hier Federn. Fertig. Bam, jetzt sind wir ausgerüstet. Tschüss. Ja, so ein kleines Level ist es, um sich einfach mal sein Zeug zu organisieren. Der ist eigentlich ganz cool gemacht. So, und jetzt machen wir mal das andere Geisterhaus-Level. Hier gibt es eine Besonderheit an diesem Level. Aber möchte ich natürlich auch nicht verraten. Das werdet ihr sehen, wenn es dann soweit ist. Ja, könnt ihr mir den P-Switch holen natürlich, nur um über den Geist drüber zu kommen. Aber wir können auch rüberfliegen, wir haben eine Feder. So, wir sehen auf jeden Fall da, okay, da oben ist schon mal was, ne? Aber das interessiert uns erstmal nicht. Wir gehen hier rein und hier ist der Ausgang. Ja, hier gibt es halt mehrere Türen, die halt irgendwie immer in die Irre führen, ne? Wenn man natürlich schon weiß, wie, wo, was ist, dann ist es kein Problem. Dann macht man das einfach so. So, und jetzt haben wir ja gerade eben gesehen, da oben war noch irgendwie ein Weg, ne? Dann werden wir mal gucken, dass wir da nochmal hinkommen. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ja, natürlich. Natürlich, komm doch nochmal. Du warst gerade zwar schon da, aber gut. Dann machen wir es halt auf den Weg, wie man es machen soll. So. Riesiger Buhu. Das Besondere an dem Geisterhaus ist halt, man braucht halt auch eine Feder, ne? Um den anderen Secret Exit zu erreichen. Das ist definitiv sehr von Vorteil. So, wir schnappen uns den. Stopp. Ihr könnt mal da so bleiben. Ich hoffe, der Weg reicht jetzt zum Fliegen. Ja, doch, reicht. Yay! Zack. Oh mein Gott! Es geht hier ab! Ein Mega-Fight.
Boah, das war jetzt doof. Na? Ja, ist jetzt, wie man gerade sieht, ne? Nicht so schwer, den Geist zu besiegen. Yay! Wir haben König Buhu besiegt. Was, König Buhu? Ich weiß es nicht. Ja, und das war jetzt quasi der zweite Secret Exit, der uns, wie ihr jetzt seht, zu so einem mysteriösen Stern bringt. Da werde ich aktuell aber noch nicht reingehen, weil das für mich nie der erste Port vom Stern war. Ja? Also der Stern hier, der teleportiert uns halt irgendwo hin. Aber den möchte ich noch nicht nutzen an dieser Stelle. So, nächstes Level. Eine creepy Mucke. Eine hyperaktive Musik, ey. Ah, siehst du, und jetzt sieht man hier, jetzt haben wir hier einen blauen Panzer, mit dem wir wunderbar fliegen können. Und Yoshi probiert den halt ab und zu mal zu verschlucken. Da kann man ihn einfach fallen lassen und wieder mit demselben Panzer rumfliegen. Nein! Nein! Blödes Vieh, ey. Ach, sowas nicht. So, da wollte er ihn gerade verschlucken. Aber ohne uns. Ohne uns! So, wir machen uns hier natürlich das Leben leicht in dem Level. Ach, noch eine Feder, die nehme ich mit. Ich mag sowieso die Federn mehr als die Feuerblumen. So, darunter brauche ich nicht, weil da unten, also da drinnen in die Röhre, da ist nur so ein Minigame. Was ihr schon gesehen hattet, wo man drei in der richtigen Reihenfolge treffen muss. Um halt ein paar Leben zu bekommen. Ja, aktuell. Easy spielen. Kein Problem. Ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall größere Probleme haben bei dem Nachfolger. Wow, das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Muss ich kurz warten. Warum habe ich den einer gerade nicht getroffen? Ja, wenn es jetzt alles Sterne wäre, es gar nicht so schlecht, ne? Na toll. Eins, zwei. Zwei nur? Schade. Eins, zwei, drei, vier würde es hätte es gegeben. Hätten wir den noch geschafft. Ich sehe gerade, wir haben da noch die Röhre. Komm, dann gehen wir noch zur Röhre. Machen wir noch. Gehen wir mal da hin. Was geht hier so ab? Oh. Bowser. Ja, da sehen wir schon unser Ziel. Wir sind so nah dran. Und doch so weit entfernt. Auf geht's. Das Level mag ich auch. Habe ich früher gerne gespielt als Kind. Mann halt nicht. Machen wir es halt so. Was haben wir denn hier? Stern. Und eine Yoshi-Münze. Die dritte schon. Die vierte? Was? Ja, Yoshi kann übrigens auch hier auf diesen Pflanzen laufen, ne? Was Mario nicht kann. Ich guck mal, ob es hier irgendwo reingeht. Aktuell nicht, nee. Aber hier geht's hoch, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Oh, das war jetzt doof. Müssen wir unser Yoshi da stehen lassen? Armer Yoshi! Armer Yoshi! Ja, was Mario nicht alles für Münzen tut, ne? Ist das denn Yoshi da einfach stehen? So, okay. Eine Münze noch. Wo ist die Münze? Wo ist die Münze? Da ist die Münze. Okay. Gut, immerhin haben wir die Münze. Aber ein Treffer und wir sind tot. Das heißt, wir brauchen hier den Panzer. Oh. Mario! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Block da auch rutschig ist. Aber gut. Dann sind wir eines Besseren belehrt worden.
Ach ja. Komm, ich würde das Level gerne noch schaffen in diesem Part. So, okay. Hey, guck mal, die Yoshi-Münze ist weg. Also speichert er auch schon die Yoshi-Münzen, die man hat. Okay. Die sind alle weg, die Yoshi-Münzen. So, jetzt die blöde Stelle hier nochmal. Das war aber auch knapp. Ab ins Ziel. Geil! So läuft's. So, ich hoffe, ein Level schaffe ich noch. Aber von der Zeit her sollte es eigentlich ganz gut sein. Weil dann können wir nämlich im nächsten Part. Schöne Abkürzung. Können wir im nächsten Part die Burg machen. Wobei ich eigentlich auch gerne die Burg jetzt schon machen wollen würde. Dann hätten wir nämlich auch wieder Welt Nummer 2 in einen Part geschafft. Es wäre eigentlich immer cool, wenn man so jede Welt in einen Part schafft, aber es ist eigentlich nicht möglich, weil die Welten später immer komplexer werden, sage ich mal, mit mehr Leveln und so. Ich denke mal, das werden wir nicht schaffen. Aber vielleicht schaffen wir das noch. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Mal gucken. Hier gibt es ja kein Secret Exit. Aber die ekligen gibt es hier, ich mag die nicht. Die Hammermänner. So, die zweite aktuell. Boah. Irgendwie echt Probleme, die Dinger hier zu treffen, ne? Die Blöcke, wollte ich gerade sagen. So, eine. Wo ist die eine? Wir haben die eine nicht. Wir haben die eine nicht! Warte mal, ich glaube, man konnte hier doch irgendwo fliegen, oder? Okay, hier haben wir schon mal ein kleines Secret entdeckt. Mit 3 Leben. Wo ist die letzte Münze? Da oben haben wir sie. Da oben haben wir sie. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Ich könnte hier hochfliegen. Das geht. Kommen wir nicht hoch? Wir kriegen das hin. Leute, wir kriegen das hin! Ernsthaft? Hier ist wirklich keine Münze gewesen. Die ist da unten, ne? Da. Röhre? Oh oh. Oh oh. Oh oh! Komm mal hin. Ja, okay, Zeit, Mann. Wo ist die blöde letzte Münze? Ich finde die Münze nicht. Leute, verdammt. Nein! Das gibt's jetzt nicht. Wo ist diese Münze? Das Ziel schaffen wir bestimmt. Das Ziel wird kein Problem sein, aber die Münze, wo ist die Münze? Oh, Schock, ey. Gut, im Ziel sind wir. Uns fehlt aber die letzte Münze. Vielleicht irgendwo in der Röhre. Dass ich die da irgendwo in der Röhre übersehen habe.
Bei der Luft war nichts, haben wir gerade abgesucht. Schade, ich würde eigentlich noch gerne die Burg machen, aber die Burg können wir jetzt vergessen. Mann. Oh. Okay, es gibt aktuell doch wieder Münzen, oder was? Ich dachte, die bleiben eigentlich weg. Okay, war dieses Secret. Mal jede Röhre checken. Ist ja jetzt komisch, wo ist denn die? Gut, in der blauen Röhre auf jeden Fall nicht. Haben wir hier noch was? Nö. Ernsthaft? Ernsthaft? Da haben wir die letzte. Mario, jetzt stell dich nicht so an. Danke. Und jetzt nur ins Ziel. Aber wir sind klein, ne? Oh, toll. Was war denn das jetzt? Warum hat er das, warum hat er das da nicht rüber geschafft? Was ist das für Blödsinn? Oh Mann, ey. Ist hier kein Item drin gewesen. Okay, dann ist egal. Ich dachte. Toll, den Stern nimmt er, ne? Mhm. Aber gut, ein Stern ist besser als nichts, ne? Stern ist hier sogar eigentlich geil. Gerade hier bei dieser blöden Etage. Etappe. Etage. Mhm. Okay, jetzt haben wir verkackt. Doch nicht. Okay, nice. Hätten wir den einen aber nicht bekommen, dann wäre es echt schwierig gewesen. Das ist ja wirklich eine schwierige Stelle, gerade auch wenn man klein ist, Leute. Gut, aber damit soll der Part auf jeden Fall zu Ende sein. Wir haben es nicht geschafft, leider noch die Burg zu machen. Und dafür haben wir hier alle Münzen gefunden. Ja gut, hätten wir einfach mal in die andere Röhre geguckt. Beim letzten Versuch, dann hätten wir es vielleicht sogar wirklich noch geschafft. Die Zeit, die hatten wir noch gehabt. Aber gut, was soll's. Also sehen wir im nächsten Part, wieso Mortons Castle aufgebaut ist. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!